So, was haben wir hier? Zu Zerklingenmorphen. Gattung Schwarmenten. Schlüpft schnell. Drei aus einem Ei. Überrennt Feinde. Liga nähert sich. Larven zu Schwarmling-Gattung morphen. Es sind einfach zu viele. Ich hätte auf den Schaden achten sollen. Angreifer eliminiert. Bereit, weitere Zerglinge zu morphen. Basis zerstören. Wir brauchen beides cool. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Aber ich glaube, diese Sprungfähigkeit, die nützt mir nicht so viel. Sie nur manchmal. Dann braucht ihr nicht mal zu zielen! Da haben wir wieder so einen großen Terminator. Die Viecher haben hier ordentlich zu tun, die Schwarmkönigin. Liga vernichtet. Schwarmling-Test abgeschlossen. Muss Sequenzen für Schwarmintegration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Schwierige Entscheidung. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Welche waren jetzt die vielen? Ah, da steht's noch. Schlüpft in Dreiergruppen, schlüpft beinahe augenblicklich. Springt über Hindernisse und aus großer Entfernung auf Gegner zu und hält plus 2 Schaden und einen Anstieg von 40%. Kann Klippen hinauf und hinunterspringen. Hm, die Links sind natürlich stärker. Aber rechts habe ich dafür die Masse. Und dreimal so viel habe ich immer noch 30% mehr. Ach, ich finde die trotzdem besser. Die kann ich besser nutzen als die anderen. Evolution abgeschlossen.